Hallo, meine lieben Leute da draußen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute mit dabei SK. Sterzig und Kalle. Ja, also, normalerweise ist an diesem Sendeplatz ja eine SG-Hakan-Folge geplant. Ihr seht es ja auch selber, auf diesem Kanal kam sehr lange nichts dazu. Auf Sterzigs Kanal kam relativ lange nichts dazu. Und der Henno ist seit 7 Wochen in der Eistonne. Er ist übelst krank. Und er wird irgendwie nicht gesund. Gute Besserung in die Kommentare gerne auch nochmal hier. Ihr habt es ja vielleicht auch auf seinen Kanälen gesehen. Da kommt jetzt auch super lange schon kein Video mehr. Gar nicht Hand of Blood Style. Aber ja, wir hoffen, dass es ihm bald wieder gut geht. Und dementsprechend sind wir heute nur zu zweit. Denn Gnu hat sich heute richtig eingekotzt. Und das ist alles verflucht, ey. Ich hatte die letzten Tage auch eine Lebensmittelvergiftung. Wir haben jetzt gestern bei Sterzig schon eine schöne Folge Played Up gespielt. Es war hilarious. Und deswegen gehen wir jetzt hier auch schon in die nächste Folge rein. Und ich würde sagen, heute machst du mal den Koch und ich mach mal den Waitress. Und deswegen darfst du dir auch ein schönes Gericht aussuchen, was du dir machst. Also, ich war noch nie Koch. Ja. Erstmal so viel dazu. Ja. Also Steak ist aber dann, pass auf. Ich würde mir voll gerne ein eigenes Café aufbauen. Ja. So. Ja. Das nehmen wir dann einen schönen Sprühwurst, glaube ich. Ist das hier oben die Übungsstation? Ja, das ist die Übungsstation. Aber bitte jetzt nicht Kaffee üben. Hast du einen echten Nebenschlag? Du kannst doch mal. Wie macht man das? Naja, also hier sind die Kerzen. Ach so. Und dann sage ich, ey. Und, die wollen Kaffee. Mhm. Okay, und dann bringt man den dorthin. Ja. Ah, okay. Aber am besten stellst du dich hier schön auf die Theke, dass ich die dann. Ja? Okay, ich hab's verstanden. Ja, das aber ja guck mal, du bist eigentlich so langsam. Guck mal, die hat die eine Katze. Ja. Okay, oh. Deal. Ja. So. Jetzt saufen machen die Katzen, Katzen. Kaffee. Ja. Und rotzen auf dem Boden. Die kacken alles voll, ja. Alter! Ja, ja. Die sind ja auch. Die machen das ja mit der Zunge, weil so. Weißt du, wie ich meine? Und deswegen sieht der ganze Kaffee. Aber hier gibt's kein Geschirr. Nee, oder? Ist alle dann. Ja. Ja, aber es gibt auch Kaffee mit Milch, man kann Nudeln machen, warm und kalt, auch alles. Okay, ich bin sehr gespannt. Let's fucking go. Ja. So, jetzt sucht jemand noch hier ein Haus aus. Am besten eins mit einer nicht so großen Küche. Ja, das hier, oder? Das ist die größte Küche. Echt? Ja, ja. Du musst mal gucken, wo der Ausgang ist. Ja? Ach so, ja, I see. Ich dachte, das wäre andersrum. Hm. Die hier, einfach so mittel. Ja, mach mal, wie du meinst. Mal, wie du meinst. Ja, nehmen wir die. Das ist so wie eben, glaube ich. So, kannst du oben noch mal gucken im Lager, ob wir da was Schönes haben? Was haben wir das? Was ist das Grüne da? Gummistiefel. Gummistiefel, Digga. Ja, das kann sogar für mich ganz geil sein, weil dann. Lass die mal mitnehmen. Weil die Gummistiefel? Ja, weil dann kann ich über dieses Rumgesaue da. Warte, dann lass mich kurz. Ah ja, gerne. Lass dir Zeit. Warte, weil ich bin sofort da. Ja. Guck mir. Scheiß Katze! Ja, ich sag's dir. Alter, Mann. Die verfolgen mich mein ganzes Leben. Ne? 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 So. Ah, jetzt. Ja, schön. Mit der Krone auch noch. Ja, warte mal. Ich merk grad, mein Hut ist nicht so ganz passend zu meiner Aufgabe gleich. Ja. Na, deswegen würde ich mir jetzt einfach ein Stück Käse auf den Kopf setzen. So, und dann kannst du schon losgehen. Freuen Sie, du hast doch heute die Ehre, das Café zu benennen. Also, ja, ich weiß schon, wie das heißt. Sehr schön, ich bin sehr gespannt. So, ja. Kalle, Hauptsache, wir haben wieder ein Feedback-Gespräch ab und zu. Das wäre mir richtig persönlich, ne, damit wir uns auch gemeinsam entwickeln. Das ist dein Raum, du machst, was ist das hier? Ach, das sind die Gummistiefel. Na gut. So. Was liegt denn hier noch? Sprühwurst. Da kannst du noch Leute anrufen. Ja, ich kann sagen, hey, kommt in die Sprühwurst! So. So, hier ist das Spülbecken. Ich weiß gar nicht, ob wir das brauchen. Wir haben hier die Kaffeemaschine, die würde ich aber mal hier oben hinpacken. Und hier haben wir mal zwischen uns. In der Hoffnung, dass wir beide vielleicht davon profitieren können. Mhm. So, und ich würde sagen, guck mal hier. Ich weiß nicht, Spülbecken, brauchen wir das überhaupt? Ich pack's jetzt erstmal so hin, dann habe ich hier schon Ablage und dann. Ja. Ja, weil hier ist jetzt so gar nichts in der Ecke, ne? Das sieht jetzt ein bisschen scheiße aus. Du siehst scheiße aus. Na gut. Ja, sollen wir aufmachen, den Laden? Ja, komm, öffnen wir. Ja, ich schließ mal auf. Und wehe, du bist nicht freundlich zu denen. Ja. Sprühwurst! Lecker Sprühwurst! Wer will ein bisschen Ekel gegen Kaffee? Hallo, der Herr oder die Dame. Herzlich willkommen in der Sprühwurst. Was darf es denn sein? Ah ja, ich nehme mal die Bestellung auf. Es darf ein Kaffee sein? Ah, hier einmal schön und richtig flüssig scheiße. Ich dachte es mir fast. Naja. Oh, schmeckt der Kaffee? Wie schmeckt er denn? Schmeckt er?
Schmeckt der Kaffee? Nicht so viel rumsauen, bitte. Richtig aufdringlich. Alles in Ordnung? herzlich willkommen in der Sprühwurst. Wir bieten eigentlich nur Kaffee an, also frage ich mich, was wollt ihr denn bestellen? Zweimal Kaffee, na gut. Ist das scheiße. So, ein Kaffee, ne, und da ist auch schon der zweite, ne, wohl bekommt's. Nicht so viel kacken. So, ich mach... Hallo, was saut ihr so viel rum? Schmeckt's? Wie geht's der Frau? Den Kindern? Den Katzen? Du kannst ja mal welche anrufen. Ja, ich ruf mal jemanden an. Hallo. Oh, es ist spät. Hallo in der Sprühwurst, ne? Kaffee, Wurst, alles. Ist ja schön, wenn wir noch Wurst machen könnten. Junge, einfach so Wurst zum Kaffee, das wäre geil. Was wollen sie denn? Ein Kaffee. Ach so, ein Kaffee. Ich glaube, wir brauchen gar nicht mehr so viel Kaffee. Ist auch schon spät. Ich mach mal sauber. Tschüss, beehren Sie uns bald wieder in der Wurst. Alter, Kalle, das lief so gut. Der erste Tag war so krass. Ja, ja, Sprühwurst, Deluxe, Digga. Das ist es. So. Tschüss, verpiss dich, raus hier, ich will Feier machen. So, das war's. Wenn die wüssten, dass ich in die scheiße Tasse kacke. Ja, geil. Ja, es heißt ja auch Sprühwurst. So, schwarzer Kaffee mit Buchungstisch. Ja, klasse. Schön, ja, schön. Nicht. So, ich mach mal hier die Briefe auf. Wollen wir noch ein Feedback-Gespräch führen? Ich hab hier noch einen Tresen. Klar. Komm mal rein. Scharfes hier. Besteck. So. Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Ja, ich fand's gut. Ja, ich auch. Perfekt. Hier ist noch ein Esstisch. Können wir uns nochmal durchlesen, was der Upgrade-Tisch da ist? Ja, also. Okay. Interagiere für Plus? Nee, guck, das hier ist der Schrank. Interagiere. Für Plus verbessere eine Blaupause in einem benachbarten Schrank. Das heißt, wir müssen das neben diesen Schrank hier packen. Wie ich gesagt hatte. Ja. Ich weiß nicht, wir können das gleich mal ausprobieren, wenn wir die Kohle haben. Ich bin noch ein bisschen skeptisch. Da bin mir auf jeden Fall sicher, dass sie es eben falsch genutzt haben. Da bin ich auf jeden Fall bei dir. Ja, ja. Ja. Was ist das hier? Kombinierer. Nee, komm, Abfahrt, nee, weiter, nächste Runde. Komm, rein. Ja, ich möchte, dass wir jetzt richtig bis zum Ende kommen. Ja, okay, let's try hard. Sprühwurst! Hallo, willkommen in der Sprühwurst. Was kann ich für Sie bringen? Wir haben nur Kaffee. Ich hoffe, Sprühwurst. Was wollen Sie denn? Wir haben nur Kaffee. Es gibt nichts anderes. Och, ich hätte gerne Cola Zero. Ah. Nein. Vergessen Sie es. Ruf mal ein paar an. Ja, ich weiß nicht, ist das wirklich anrufen oder ist das später machen? Das ist die Uhrzeit voran. Kriegen wir mehr Geld für. Ja, auf Lock. Hier sind schon machen. Zwei kalte Kaffee. Ja, sehr gut. Hallo, willkommen in der Sprühwurst. Wollen Sie kalten Kaffee? Die wollen kalten Kaffee. Hier sind schon zwei kalte Kaffee, wenn Sie haben wollen. Let's go. So, einen brauche ich noch. Hallo, willkommen in der Sprühwurst. Kaffee. Ja, das haben wir wirklich. Ruf nochmal mehr an jetzt. Ich rufe an. Kriegen wir mehr Kohle. Ich rufe noch mehr an. Jetzt wird's nochmal richtig. Hallo, die müssen mal... jetzt warten die schon vor der Tür. Ob sie... Hast du einen Kaffee? Ja, ist alles schon ready. Gut. Ich brauche noch zwei. Ja, alles schon ready. Ich rutsche hier auf unserem Kaffee aus. Weil die saufen wie die Pottsäue hier. So. Schön. Ja, beehren Sie uns bald wieder, ne? Verpisst euch jetzt. Es ist schon nach 0 Uhr. Um die Uhrzeit noch einen Kaffee trinken, weiß ich nicht. Das ist schon frech. Müsst ihr wissen, Mann. Ihr lasst euch aber auch Zeit. Da ist nicht Kaffee mit Schuss. Na, tschüss, verpisst euch. Toll. Und zack. Geil. Schön. Das haben wir mal wieder gut gemacht. So, guck mal, haben wir richtig Kohle bekommen, weil wir Leute angerufen haben. Aber wir haben immer noch zu wenig für den Linksladen da, ne? Was haben wir hier? Oh, noch eine Kaffeemaschine. Scharfes Besteck. Ist noch ein Forschungsschreibtisch. Esstisch. Noch ein Tresen. Eine Kaffeemaschine könnte hitten irgendwann. Könnte. Aber irgendwie auch nicht, oder? Ich weiß nicht. Also es gibt dann eher noch so Sachen wie Milch und so, die dann später kommen. Milch und Zucker. Okay, ich würde einfach weitermachen. Ich weiß doch gar nicht, warum wir Besteck brauchen. War noch kurz ein Gespräch? Ja, klar. Ciao. War geil. Ciao. So. Sprühwurst! Ich koch schon mal. Wer macht denn ein bisschen Sprühwurst? Schön. Hallo. Willkommen in der Sprühwurst. Sie wollen eine Sprühwurst. Einmal Sprühwurst in den Pott. Lecker. Bitte nicht so rumsauen. Kannst du haben warm und kannst du haben kalt. Sag mal, wie sauen die denn hier rum? Ruf mal an, Kalle, ruf mal an jetzt. Ja, aber die sauen hier so rum mit der Wurst. Ja, ich wusste schon, was die wollen. Sprühwurst, nicht wahr? Was auch sonst, sie ekliger Bastard. hier, ich bringe Ihnen eine Sprühwurst. Kalle, ruf mal an, Kalle.
Kalle, ne? Man müsste jetzt eigentlich so Bilder zwischenschneiden, wie wir so das Geld zählen, wie wir hier das Money machen. So, herzlich willkommen. Kalle, ich hab so viel Scheiße hier in meiner Hand. Ah, hier, Sprühwurst, lecker. So, ja, sehr gut. Ich ruf nochmal an. Zack, da gibt's die Kohle, kommt die Kohle rein, ne? Nicht wahr? Als ob wir so Leute anrufen, ey, könnt ihr bitte in unserem Café die Kaffee? Ja. Kommt rein, Leute, let's go. Wir trinken uns Kaffee. So, let's go. Alter, unendlich Kaffee, let's go. Kopf war noch nie so einfach. Ja, ich weiß auch nicht, warum man da zwei Leute für braucht, aber gut. Eigentlich könnte ich dich feuern. Nein. Wäre mehr Geld für mich drin. Aber die sauen hier alle so rum, dass guck dir dieses Restaurant an, wie das hier dreckig ist. Na. Das war doch gut. Guck so, mal, gute Nacht. Die Kohle jetzt. Ja. So, ein Stern, let's go. Da haben wir ihn uns verdient. Rating increase. Ja, let's go, Upgrade your Restaurants to receive better rewards. Warum steht das jetzt auf Englisch? Boah, das gibt richtig Kohle. Voilà. Das gab wirklich Kohle. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ja, Kaffee Latte. Na, warte, lass mich mal kurz lesen. Ja. Fügt Latte als Kaffeevariante hinzu. Esszeit wird increase. Speisewert auch, ja. Und ist ein bisschen schwieriger. Latte muss man auch erstmal können. Gäste können nach Geschäftsschluss ankommen. Wenn Leute noch essen, müssen nicht offen sein. Ey, wir nehmen Latte. So, let's go. Oh, das hätte jetzt. Oh, ja. Ja, aber du hast auch drauf gedrückt. Ja. Aber wir können einmal üben, wenn du willst. Ne? Ja, warte. So, hier ist erstmal dein Milchmixer. Der Aufschäumer, hier. Den brauche ich. Junge, der ist auch zum Glück nicht groß. Den packen wir hier hin. So. Kurzübungsmodus wäre, glaube ich, gar nicht übel. Ja, aber ich glaube, es ist kein Hexenwerk. Du musst einfach die Milch in den Aufschäumer tun. Ich würde den Upgrader jetzt einfach mal bei. Kannst du noch nicht, oder? Doch, wir haben ja 57. Was kostet ja nicht 60? 40, glaube ich. 40. Aber ich würde noch einen Tresen holen hier. Ja, und noch einen Esstisch, weil dann können wir vielleicht jemanden noch mehr bezahlen, mehr, ne? Essen. Trinken. Ja, okay, dann mach da einen Esstisch und dann hole ich noch einen Tresen hier. Ja. Zack. Okay, einmal Übungsmodus wäre, glaube ich, gar nicht schlecht. Ja, gib mir eine Sekunde. So, dann mache ich den mal an. Ja. Ja. So, also, Milch hier raus. Ja, erst den ich glaube, du musst den Kaffee machen. Jetzt kommen hier die scheiß Katzen, Alter. Ich bin so verflucht. Ja, die wollen beide Kaffee Latte, ne? Hast du geschafft? Ja, also Milch hier oben rauf. Wir haben dann keine Zeit, wir haben keine Kaffee. Zeit. Oh Gott. Okay, du musst da einmal draufdrücken, immer, ne? Ja, okay, aber haben wir geschafft. Sinn. Okay, lief. Bringt doch mehr Kohle. Und dann kann ich hier immer schön Kaffee ballern und Latte Macchiatos vorbereiten. Auf Clock. So, jetzt machen wir mal Practice Mode over. Okay. Aber du weißt jetzt, wie Latte geht. Okay, easy. So, okay, dann machen wir auf, ja? Ja, Abfahrt. Ja, dann. Sprühwurst mit Schuss! Sprühwurst mit Schuss! So, ja, da kommen doch schon die ersten Leute. Schönen guten Tag, was darf sein? Heute haben wir was Neues im Angebot. Sprühwurst mit Schuss, was darf sein? Ah, eine ganz normale Sprühwurst. Na gut. So, wir haben einen Kaffee Latte schon fertig. Ja, auf Glock. Ich ruf mal ein paar Leute an. Alter, der saut hier rum. Wie können die Leute denn alle keinen Kaffee trinken? Das ist ja Wahnsinn. So. Hallo, was darf denn sein? Wir haben was Neues im Angebot und Sprühwurst. Der will schon wieder nur einen normalen Kaffee. Das gibt's doch nicht. Ich ruf nochmal jemanden an. Mann. Ich ruf nochmal jemanden an. So, jetzt geht's aber los. Ah, ich hätte gerne mehr Wurst. Ich ruf nochmal jemanden an. So. Hallo, herzlich willkommen in der Sprühwurst. Was kann ich für Sie bringen? Normalen Alter, Kaffee. Alter, wir haben hier leckeren, abgestandenen Kaffee Latte. Was ist mit euch? Einen normalen Kaffee. Lecker, lecker. Und was wollt ihr? Auch normalen Kaffee. Brauchen mehr normalen Kaffee. Mehr normalen Kaffee. Bin dabei. Gib mir doch mal den da hinten. Na. Stell mir die Latte hier weg. Wir brauchen die nicht. So, herzlich willkommen. Wollen die keinen Kaffee Latte? In der Sprühwurst kann ich für sie bringen. Ah, normalen Kaffee. Digga, also ich hab den hier seit 10 Uhr morgens stehen. Der ist doch lecker.
Ist doch toll, also. Imagine, wir erweitern so unser Angebot, kaufen so richtig teure Maschinen und dann nutzt das keiner, weißt du, ich meine? Oh, einen kleinen Filterkaffee, bitte. Das ist einfach der Hammer. Ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt, die Investition. aber wir machen trotzdem unser Money, ne? Weil wir Money, ja, Money, Money machen. Es kommt jetzt rein, es kommt jetzt rein. Ich sag dir, wie Schiss, weißt du, ich meine? Das Feedback-Gespräch? Klar. Oh, warte. Ja, ganz gut. Ja, war ganz gut. Aber wieso trinkt keiner deine vollgepisste Kaffee-Latte? Das weiß ich auch nicht. Ja, vielleicht müsste. Ah, ich weiß, woran es liegen könnte. Ich muss den Restaurantnamen nochmal anpassen. Hier ist ein Esstisch. Sprühwurst mit Schuss. Ah. Vielleicht hilft es dann. Ja? Scharfes Besteck. Tablettständer. Oh, das könnte geil sein. Ist auch noch ein Tresen. Oh, wieder ein Upgrade-Ding. Hast du das jetzt mal genutzt? Nee, ich hab's noch nicht gebaut. Ich will's jetzt bauen. Ja, mach mal. Mach mal. Mach mal was Cooles damit. Möchtest du die Kaffeemaschine upgraden, oder? Ah, nee. Achso. Ah, nee, da steht da so ein Ding drauf. Ja, I saw. Was bedeutet das jetzt? Wenn wir jetzt dort, guck mal, überall, wo auf dem Boden so ein Plus dran ist, zum Beispiel beim Tresen oder keine Ahnung was, können wir das, glaube ich, upgraden. Okay. Zum Beispiel, ja, hier der Tresen, I think. Aber sicher bin ich mir gerade nicht. Ja. Wenn wir das jetzt, glaube ich, hier reinpacken, dann... Ah ja, guck mal, das... Ah ja, muss man das machen? Nee. Nee. Das funktioniert jetzt automatisch von Runde zu Runde, glaube ich. Verstehe, verstehe. Ja, können wir mal gucken. Ja. Ich upgrade jetzt einfach mal den Tresen. Da haben wir noch einen. Ja, safe, safe. Oder dann so ein Esstisch. Oder ein Esstisch. Nö, lass erstmal. Es passt schon. Es kommen eh nicht so viele Leute. Irgendwie wollen die auch alle nur Kaffee. So, let's go. Okay, Abfahrt. So, okay, Abfahrt. Sprühwurst mit Schuss. Lecker Sprühwurst mit Schuss. Ich rufe direkt Leute an. Hey, komm bitte in die Sprühwurst. Hey, komm bitte in die Sprühwurst. So. Let's go. Hallo, was kann ich für Sie tun? Ah, ein Kaffee. Was ist das denn hier? Nein, 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 ist leer, ist leer. Gib mir die zurück. Gib mir die zurück. Ich kann nicht. Gib mir die Tasse zurück. So. Oh, ein Kaffee Latte. Herzlichen Glückwunsch, Senior oder Seniorita. Das ist der erste Kaffee Latte der Geschichte der Sprühwurst mit Schuss. So. Oh, noch ein Kaffee Latte. Also jetzt läuft's. Ist ja geil, Digga. Hat sich Romy gesprochen, dass wir den Namen geändert haben. So. Was kann ich für Sie bringen? Zweimal Sprühwurst mit Schuss? Ja, gerne doch. Sekunde, Sekunde. So. So sieht das dann aus. So, ich zeig's nochmal hier. Also so kann das aussehen. Ja, es ist fertig. Steht, steht, okay. Steht. So, lecker Sprühwurst mit Schuss. Beehren Sie uns mal wieder. So, was kann ich für Sie bringen? Kaffee, natürlich. Den haben wir natürlich gerade noch seit 3 Stunden hier stehen. Gar kein Problem. Das ist richtig kalt und eklig. So, ich ruf nochmal jemanden an. So, hallo. Hier ist schon wieder dreckig wie Scheiße. Wir brauchen Wischmopp. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwas bringt, außer dass man darauf ausrutschen kann. So. Nee, ich glaube, es bringt was, also, wir hätten jetzt noch 4 Kaffee, wenn Sie die wollen. eine Sprühwurst mit Schuss. Sehr gut. Let's go. Let's go, Digga. Let's go. Steht 2 Stunden. Oh, ja. Ah, wie weit sind denn gefahren? Was machen wir heute? In Edgar? Ne? Wie weit sind sie gefahren? 900 Kilometer. Ja. Was machen wir an Edgar? So diesem TikTok, oder? Ja. Alter, der sieht so scheiße aus, der Arschnitt. Ich finde das auch immer geil, wie die Kids dann so in die Kamera gucken. Ja, ja, und das sind immer so irgendwelche so 10-Jährige, die dann den übelsten Haarwuchs haben in ihrem Leben. Naja, und die... Preiswert. Wir könnten preiswert machen, weil die werden ja immer sehr schnell beliefert eigentlich, oder? Ja, weiß ich nicht, Digga. Wenn wir jetzt noch einen Tisch oder so haben, dann würde ich nach hinten raus, es könnte schwierig werden. Konzentriere dich auf hohe Standards und erwarte auch, dass deine Kunden... Es geht immer ums Geschäft. Ich würde lieber formell nehmen. Glaub mir, es ist besser für uns. Oh, jetzt wird hier richtig... Ja, dann machen wir jetzt schick. Ja. So, also ich stehe auch sowas hier, ne? Warte mal, das gucken wir uns mal direkt an. Oh, toll. Ach, wobei, wir sind die Sprühwurst mit Schuss. Moment. Da müssen wir da eigentlich schönes Kackbraun an die Wand ja, machen. Ja, ja. Guck mal, wir können auch so ein Happy Birthday Banner hinbauen. Das ist sogar kostenlos. Ja, ist alles kostenlos hier. Was ist das hier? Oh, ein Hund! Wir haben Hund! Aber du musst drauf achten, was... Oh, das bringt sogar 2 Krawatten. Sehr gut. Ja, das bringt 2 Krawatten. Oh, wie nennen wir ihn? Oh, hier sind auch nochmal Zimmerbrunnen. Wie nennen wir unseren Hund? Henry. Henry.
ein Scheißname. Oh, Ballons. Digga, Digga. Guck mal, wir haben Ballons. Toll. Geil. Aber wir hätten jetzt hier Geburtstag eigentlich. Ich weiß nicht. Der Kunde. Denn jeder Tag ist ein Feiertag. Also wir haben jetzt zwei Krawatten auf jeden Fall. Auf Glock, ja. Da müssen wir darauf achten, dass die Effekte auch am Tisch ankommen, ne? Von dem Hund. Ja. Ach so. Dann stehen sie in die Mitte, oder? Ja. Ja, aber dann macht er auch nur 2 von 3. Ich meine, es war auch irgendwie, dass die Tische davon erreicht werden, aber ist okay. Ich würde jetzt mal deine Küche streichen hier, ganz kurz. Ja, wir brauchen jetzt auf jeden Fall gleich Kohle. Danke, Digga. Soll ich mal den Brunnen speichern? Speicher mal, ja. Weil der hat auch 2 Krawatten. So. Unser Feedback-Raum ist jetzt auch schöner. Dann würde ich einfach mal den Tresen wegwerfen, weil bisher brauche ich ihn jetzt nicht. Ja, ich würde mir jetzt gleich mal die Gummistiefel nehmen. Wir haben die irgendwie die ganze Zeit dabei, wir haben die noch nicht einmal benutzt. Aber okay, let's go. Merkst ja, bei mir ist ja immer was los. Ja. So. Wir brauchen 60 für den Brunnen. Ja. Sprühwurst mit Schuss und wir haben jetzt einen Hund! Sprühwurst mit Schuss und wir haben jetzt einen Hund! So, Happy Birthday, willkommen in der Sprühwurst. Kann ich Sie tun? Ah, ein Kaffee, natürlich. Ein Kaffee, das ist ein Wunder. So, danke für das Geld. So, ich habe das mal gewischt. Jürgen, bell doch mal. Wie hieß Jürgen? Er jetzt? Nee, Henry haben wir gesagt. Ne? Henry. Ja. So, eine Sprühwurst mit Schuss. Ja, nehme ich mir. Herzlich willkommen in der Sprühwurst mit Schuss. So, ich putze den Leuten natürlich noch hinterher, weil ich sonst nichts zu tun habe in meinem Leben. Kleinen Moment, ich bin gleich bei Ihnen. Ich muss eben Ihre Scheiße wegmachen. So. Herzlich willkommen in der Sprühwurst mit Schuss. Ah, normale Sprühwurst. Let's go. Herzlich willkommen. Ganz normale Sprühwurst. So. Na, man muss auch ruf mal weg. Ruf die an. Ja, ich rufe die Leute an. Ruf die auf ihr Handy an. So. Ring, ding, 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 ding. Eine Sprühwurst. Ah, jetzt willkommen in der Sprühwurst. Ich rufe nochmal mehr Leute an. Zack. Jetzt willkommen. Warum gehen Sie eigentlich alleine in die Sprühwurst mit Schuss? Laden Sie doch mal ein paar Freunde ein. Guten Freunden gibt man eine Sprühwurst. So, herzlich willkommen in der Sprühwurst. Ah, Sie wollen eine Sprühwurst, natürlich. So. Abfahrt. Ah, herzlich willkommen in der Sprühwurst. Was kann ich für Sie tun? Sie sehen doch sehr durstig aus. Ah, Sprühwurst mit Schuss, natürlich. Ich mach grad Schuss. So sieht das dann am Ende aus, bitteschön. Und auch natürlich für die zweite Person gar kein Problem. Ich komm gleich, ich muss noch ein bisschen Sprühwurst wegwischen. Hallo und herzlich willkommen in der Sprühwurst. Wir haben eigentlich schon geschlossen und ich habe gar keinen Bock auf euch, aber natürlich bediene ich noch. Ah, 2-mal Sprühwurst mit Schuss, natürlich. Habe ich hier Tschüss. Stehen. So. Sprühwurst schön, mit Schuss. Schön, 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 schön. Sehr schön, Kalle. So. Sehr schön. Toll. Super Arbeit, super Arbeit, ja, super Arbeit. Haben wir klasse gemacht, Kalle. Ne? Ja. Wahnsinn. Wahnsinnig. Wirklich toll. So, ich glaube, wir haben uns auch einen Kaffee verdient, oder? Jo, ich nehme. Ich auch. Oh. So, tschüss. Schön. Tag 6, erfolgreich. Das ist der zweite Stern. Let's go. Let's fucking go. Sehr, sehr gut, das läuft. Ja. 38 Tacken, wir haben jetzt 42. Oh. Extra Milch, let's go. Geduld der Gäste wird ausgeblendet. Nee, mal extra Milch. Gäste können okay um Milch bitten. Ah, jetzt muss ich die auf den Tisch stellen, verstehe. Das bedeutet, du musst mir jetzt hier irgendwo immer so ein Bottich Milch nochmal extra hinstellen, bitte. Ja? Ja. Okay, gibt's irgendwo noch, was ist das? Portioniere, Gummistiefel, Tresen bräuchte ich. Ein Tresen wäre geil. Ja, ich kauf die ein. Hast du ja auch, danke, hast du auch wirklich verdient. Ja. Hier. Warte. Na, einfach hier unten hin. Guck ja, hier. Wo wollen Sie ihn hin haben, Herr Scherzig? Ja, wobei, guck mal, der ist ja scheißegal hier. Die Ratte. Ja. Zack, Digga, okay. So, hast du das da hinten jetzt mal geupgradet hier? Nee, ich habe ja jetzt ausgetauscht zum Brunnen. Na gut. Ich würde einfach direkt richtig Leute anrufen, oder? Was meinst du? Ja. Kommt in die Sprühwurst. Okay, ich glaube, jetzt kommen ein paar Leute. Hallo und herzlich willkommen in der Sprühwurst. Oh mein Gott, der Laden ist voll. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Ich will eine kurze Rede halten. So voll war unser Laden noch nie. So, okay, 2-mal Sprühwurst mit Schuss. Verstehe ich. Nee, mach erst den Laden rum rechts. Ja, draußen warten schon. Aber ich brauche Sprühwurst mit Schuss, ganz wichtig. Bitte. Okay, mach ich. Ne? Die Leute draußen sind schon ungeduldig. Oh, ich glaube, das war ein Fehler. Nein, das kriegen wir easy hin.
So, einmal Sprühwurst mit Schuss und einmal Sprühwurst. Mich an den Tisch, mich an den Tisch! Schnell, 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 schnell! Oh mein Goodness! Ach, das ist aber kurz vor knapp. Ey, jetzt will der noch mehr Milch, noch mehr Milch, noch mehr Milch, noch mehr Milch, 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 noch mehr Milch, noch einmal Milch, noch einmal Milch! Ah! Ich habe eine Gummistiefel vergessen! Oh mein Gott! Okay, okay, wir haben es, wir haben es, wir haben es. Wir haben es im Griff. Wir brauchen Sprühwurst mit Schuss und eine Sprühwurst. Schon mal eine Milch bereitstellen, bitte. Nicht, dass ich gleich wieder Milch brauche. Oh mein Gott. So. Sprühwurst. Eine Sprühwurst, bitte. Eine Sprühwurst. Ja, 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 ja. Oh, die sind draußen schon sauer. Könnt ihr euch bitte verpissen? Danke. Oh mein Gott. Milch? Ja, natürlich habe ich Milch. Ja, ja, ja. Jetzt wird es mal ein bisschen interessant. Eine Sprühwurst, bitte. Eine normale Sprühwurst, bitte. Noch eine Milch, noch eine Milch, noch eine Milch, noch eine Milch, noch eine Milch. Hier, 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 schnell. So. Oh Gott. Oh Gott, sei Dank. Oh, das war so. Oh mein Gott, das war so knapp. Junge, Junge, Junge. Oh, das ist schlecht. Jetzt kommen wir so richtig ins Schwitzen. Eine Sprühwurst brauche ich noch. Kommt sofort. Ja, der Laden ist ein bisschen vollgeschissen, aber heute war hier wirklich Betrieb. Heute war hier wirklich Betrieb. Das war so scheiße knapp. Ah, der brauchst noch mehr Milch, du Bastard. Da kriegst du. Gar kein Problem. Hier war auch noch eine Milch. So, das muss jetzt aber gewesen sein. Alter. Holy shit, das war jetzt aber wirklich eine ganz knappe Kiste. Oh, Wahnsinn, ey. Oh mein Gott, ey. Alter, da gibt's so wenig Geld. Nee, warte, da kommt ja noch was dazu. Latte? Ja, ja, ja. Ja, okay. Die Latte gab ordentlich. Und ja. Ja, wir können uns jetzt hier den Brunnen holen. Geil. Was bringt der? Hier oben links Eko, hier Krawatten. Schön. Na gut, ich guck mir mal die anderen Sachen hier an. So, kleine Sauerei. Was bringt kleine Klausei? Was? Milch. Hier ist noch ein Tresen, wenn du nur einen brauchst. Arbeitsschuhe. Hm. Also Tresen... Der eine Tresen hat auf jeden Fall gerade hart gecarried. Aber man kann auch die Spüle hier, die ich eh nicht brauche, als Tresen mit benutzen. Da kann man auch Sachen abstellen. Ja. Aber ich glaube, gerade brauche ich nichts. Wir brauchen jetzt noch was Portionierer. Was bringt Portionierer? Kannst du mal unten gucken? Wird automatisch Dinge, die davor liegen. Aha. Ja, das brauchen wir alles nicht. Ja, gut. Ja, aber ich würde jetzt vielleicht, mal das Telefon wohl lassen. Ja, den ganz linken Tisch vielleicht noch besser positionieren, so ein bisschen näher dran. Nö, ich fand den gut. Oder passt das? Das okay, so. Cool. Ja, okay, let's go. Ich zieh mir die Schuhe an. Ich hatte nur noch Schuhe an. Hallo und herzlich willkommen in der Sprühwurst mit Schuss. Sie sind ja schon Stammgäste, nicht wahr? Wie war das Wochenende? Hm? Ah ja, zweimal mit Schuss, natürlich, wie immer. Natürlich, wie immer. Wenn Sie noch Milch brauchen, sagen Sie Bescheid, ja? Ich bin dann da vorne am Tresen. Dynamo Tresen. Hallo und herzlich willkommen in der Sprühwurst mit Schuss. Wollen Sie sich hinsetzen? Danke. So. Tschüss! Such mal eine normale Sprühwurst, bitte. Hammer, hammer, hammer. So. Ich bin ready. Ich bin ready. Brauchst du Milch? Los, frag, Arschloch. Ob du Milch brauchst? Ich brauch keine Milch. Na gut. Hallo und herzlich willkommen in der Sprühwurst mit Schuss. Wie geht's? Ah, eine Sprühwurst mit Schuss. Sag mal, alles okay? Hängt am Brunnen. Alles okay? Hallo? Gut. Bitte gehen Sie. Es reicht langsam. Sie haben nur einen Kaffee getrunken. Oh, ciao. Der ist einfach gespawnt. Brauchen Sie noch Milch? Bisschen Schuss? Noch ein bisschen Schuss? Noch ein bisschen Schuss? So, hallo. Ah, eine Sprühwurst mit Schuss. Na, jetzt ist es langweilig. Ich glaube, ich rufe noch mal jemanden an. So, herzlich willkommen, eine Sprühwurst mit Schuss. So. Boah, Alter, $14 extra ist halt schon geil, ne? Ja, ist schon übelst geil. Ah, eine Milch. Na klar. Ist da noch nicht genug Milch in der Sprühwurst mit Schuss? So, herzlich willkommen in der Sprühwurst mit Schuss. Was kann ich für Sie tun? Ah, eine Sprühwurst mit Schuss, natürlich. Und noch eine normale Sprühwurst, bitte. Normale Sprühwurst, bitte. Danke. So, herzlich willkommen. Ah, eine Milch, natürlich. Ja, unsere Sprühwurst mit Schuss ist natürlich sehr rezeptioniert. Bitte hört auf, gegen unseren Brunnen zu laufen, der war teuer. Henry, bitte schmeiß ihn raus. Normale Sprühwurst? Ja? Hier ist auch noch Milch unten. Ja, ich glaube, der Herr sieht nach Milch aus. Ja. Der sieht sehr milchig aus. Ja, wusste ich doch. So. Okay.
Hallo. Schön. Ich bin schon da. So, ja, hier läuft es einfach schneller, verstehe. So. Warte, mich, safe. So. Ja, muss ich doch. Arschlöcher, Hurensohn. Ja. So. Park 8, Mensch, das ist der Laden. Bitte gehen Sie. Verpiss dich jetzt. Ich glaube, den muss ich rausschieben. Schön. Oh, sehr, sehr schön. Oh, das gibt richtig Knete in die Tasche, ne? Toll. Was haben wir hier unten? Oh, ein Tresen? Esstisch? Ja, wir könnten nochmal einen Esstisch bauen, vielleicht. Bestellaufnahme. Alter, Transportband. Interagiere mit der Bestellung eines Tisches auf Entfernung. Nee. Weniger Geduld? Nö. Ich habe selber ja schon keine. Ich würde noch einen Esstisch hier vorne hinballern. Ja? Ja. Also jetzt haben wir einen vollen Laden hier. Okay. Ja, so. So, Transportband. Ja, ich kenne halt die Items nicht, ne, Digga? Dynamo Tresen hier. Ja. Aber ich meine, als Kaffeelieferant brauchen wir auch nicht viel. Du hast Feedback-Gespräch? Ja, klar. Ja. ja, Aufnahme geht schon 30 Minuten. Mhm. Okay. Dann geh bitte. Ja, ja. Auf. Wir werden nicht bezahlt, also los geht's. So, drück mal drauf auf den Tresen. Ja, ey, chill doch mal. Naja, die Leute schalten doch ab. Hallo und herzlich willkommen im Scheißhaus. Im Scheißhaus. So. Bei uns übrigens jeden Tag Geburtstag, falls ihr euch wundert. So, einmal schöne Scheiße mit Schuss. Warte, oh shit. Oh. Na, ich bereit kurz zu, ja? Schnell. So, bitte sauft. Hallo, herzlich willkommen. Ja, nochmal das gleiche bitte. Na, ich muss noch den anderen zubereiten. Oh. Hab ich ein bisschen voreilig. Um mich! Oh. Oh! Noch! Was braucht ihr noch? Nochmal mich! Zweimal! Zweimal mich! Oh, Herrgott, noch eins! Oh, das ist schon wieder stressig. So, ihr trinkt das. Oh, perfekt. Noch einen mit Schuss. Danke. Okay. Die wollen bestimmt noch Milch, ja, die Bastarde. So. Wollen wir normalen Kaffee, klar. Bitte schön. Andere kommt. Um mich. Alter, die stehen mir hier im Weg, die Leute. Stell schon mal eine Milch hin, bitte. Wer will Milch? Scheiße. Alter, ich hab Milch in der Hand. Ich hab Milch in der Hand. Ja, nein. So. Oh, jetzt will der Milch. Ich hasse ihn. Aus dem Nichts. Wäre ja witzig, ne? So, darf es noch etwas Milch sein vielleicht? Etwas Milch? Nein? Dann stehe ich jetzt mal da. Hallo. So, ich bin jetzt richtig gut. Ich bin richtig gut vorbereitet. Ich brauche normalen Kaffee. Zwei Stück. Auf Lock. Ich komme nicht ran. Oh shit. Was machst du? In den Müll. Ja. Schnell. Bin gleich bei Ihnen. So. Hallo. Ich stehe auch noch nicht zweimal normal. Ja, ich weiß. Zwei normal, bitte. Nochmal. Ja. Schön. Ja. Alter, ist das ein Rasen. Einmal Milch mit Scheiße. Achso, Milch. Ja, klar, hier. Ah, die Gummistiefel carryen, oder? Ich hoffe es, ja. Also ich komme auf jeden Fall gut durch. Und mich wollen die haben. Es ist nur einer. Bitte beruhig dich. Oh mein Gott. Das haben wir klasse gemacht. Ja, Mann. Let's go. Also wir haben wahrscheinlich das beste Café, was wir jemals hatten. Safe. So. Ja, es gibt nicht mehr viele Stages. Ich meine, es geht schon recht lange, Leute. Lasst ein Like gerne da. Ja, lass einfach durchballern jetzt. Ja, so. Oh, jetzt. Törtchen. Oh, wir nehmen die Törtchen. Sicher? Ja, müssen wir. Das geht hier auch alles schon viel zu lange. So, jetzt liest ihr das gerne durch. Gäste könnten nach einem Törtchen fragen, nachdem du einen Kaffee zum Törtchenständer auf dem Tisch, falls gewünscht. Okay, also muss ich die auch rüber jeden, ne? Ja. Also du hast wahrscheinlich jetzt so eine Tortenpyramide oder so. Gucken. Ja. Aber muss man die aktualisieren? Wäre es nicht. Stell die mal dahin, wo das Waschbecken ist.
Wäre das nicht smarter, wenn die einfach hier steht? Achso, kann ich mir die... Ja, stimmt. Oder? Ja, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und dann kannst du immer Törtchen vorbeibringen. Ja. Oh, was ist das denn hier? Bewirtungsempfang. Gäste stellen sich hier an, um einen Platz zu erhalten. Nee. Wobei, dann haben wir vielleicht mehr Zeit. Könnte uns mehr Zeit schaffen, ja. Ja, vielleicht sparen wir den mal. Weil wir haben das Geld gerade nicht. Ich könnte noch einen Tresen bauen hier. Vielleicht mache ich das. Ich glaube, ich mach's. Aber du hast da gerade irgendwas drin. Ich kann das... Was ist denn das hier? Nee, ah, warte. Lass mal. Achso, hier ist noch ein Tresen drin, ja. Ja. Dann pack mal den Empfang da rein. Ja, das sollte so gehen. Hier ist noch ein Esstisch, aber ich glaube, noch einen schaffen wir nicht. Ich meine, man kann die ja auch zusammenstellen. Dann sind das große Tische, aber... Ich hoffe, das funktioniert mit dem Törtchen. Ich glaube aber schon, oder? Wir sehen, ja klar. Okay, Abfahrt. Ja. Bin ready. So. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ich kann nichts nehmen von den Törtchen. Nein? Ich kann nur den ganzen... Hallo, was darf es sein? Ah, zweimal Scheiße. Zweimal Scheiße kommt sofort, ja. Brauch nochmal Milch bestimmt. Wir sind aber ein gutes Team, Sebastian. Ja, ey, Bro. So, einmal Milch muss reichen, ihr Wichser. So, herzlich willkommen in der Scheiße. Was kann ich ihn bringen? Ich kacke ihn auf den Tisch. Sehr gut. Ja, gute Wahl. Ja, und wohl bekommst. Damit es wieder flutscht. Wie, ihr bestellt ein Törtchen. Milch. Also, ich glaube, den Törtchenladen... Weiß nicht. Irgendwas stimmt mit den Törtchen nicht. Ich würde den sonst gleich einen ganzen... Ich glaube, du kannst ihn das auf den Tisch stellen, dann, den Ständer. Ich glaube, das stand da gerade. Ja. Dann können die sich eins runternaschen, weißt du? Wollt ihr Milch? Ihr wollt bestimmt Milch, oder? Hä? Nein, wird er nicht. Ihr Wichser! So. Oh, zweimal Milch mit Scheiße. Bitteschön. Die Sprühwurst mit Schuss. Also ich warte, wann irgendwie Frank Rosima vorbeikommt und uns hier testet. Digga, der wird... Oh, der will die Kuchen! Ja. Bring die Kuchentorte. So. Schön. Und Milch. Oh Gott. Ich habe meine Stiefel nicht an. Ah! Ich kann sie abstellen! Hä? Warum? Ach so, er nimmt... Oh nein, weißt du, was das Problem ist? Er nimmt sich eine Torte runter und dann muss ich den wieder wegnehmen. Oh... Oh Mann, was soll ich das wissen? Deswegen ging mir jetzt bankrott. Weil er zu viel Kuchen auf seinem Tisch hatte. Ach, Scheiße. Und ich hatte meine Gummistiefel nicht an. Das war ein ganz beschissener Tag. Ach, naja. Naja, gut. Die Sprühwurst mit Schuss. Nee, ich bin sauer. Jetzt haben wir ein neues Garagenteil. Ah ja, gucken wir nochmal ganz schnell rein. Ach, Scheiße. Das hat mich jetzt auch wütend gemacht. Wir waren eigentlich so gut. Ich hab rasiert in der Küche. Ich hab's auch legit noch nie bis zum Ende geschafft. Ne? Also. Naja, auf jeden Fall schaltet auch gestern bei Sterzig rein. Vielleicht machen wir das ja nochmal. Und irgendwann schaffen wir es. Also in dem Sinne, haut da rein und tschüss. Und schaut bei Sebastian vorbei. Ne? Tschüssi. Tschüss.